Moin moin und hallo, heute soll es um das Active Drive Assist gehen von eurem neuen MP5 Macross. So, wir haben also erstmal im Stand, um es anzumachen, müsst ihr euch erstmal durchswitchen, Fahrzeug starten, dann mit der Limiter-Taste könnt ihr den Limiter selber auswählen. Der Limiter ist dafür da, um ein Limit zu setzen. Mit Plus und Minus könnt ihr das Limit hoch oder runter setzen, dann wird er nicht schneller fahren. Wenn ihr das System weiterbringt, könnt ihr wieder die Limiter-Taste drücken. Außerdem, wenn ihr gedrückt halt, geht es in 5 Kilometer Schritten hoch und runter. Überall gleich. Ein weiterer Druck auf die Limiter-Taste macht euer komplettes Active Drive an. Das seht ihr da mit dem Abstandshalte-Assistent, dem Stop-and-Go-Function, Active Brake Assist und dem Abbiege-Assistent. Den könnt ihr auch nochmal hoch und runter setzen, wie weit ihr vom Hindernis weg seid. Das dritte Setup ist der Standard Tempomat, der euch dann, ja, das Standard-Tempomat einfach ist. Ne? Er wird immer dann drauf setzen. Am besten ist es aber, ihr macht die volle Hütte an, das heißt, ihr setzt euch auf das PPC-Programm, wenn ihr das habt, das Predictive Powertrain Control. Das heißt, ihr habt ein Abstandshalteassistenz, die ganzen anderen Funktionen sind auch dabei und das PPC macht auch noch das Management von eurer Geschwindigkeit dazu. Was richtig toll ist, ihr habt ja auch ein Verkehrszeichen-Assist am Board. Das heißt, er wird sich sogar eurem momentanen Verkehrszeichen-Dschungel anpassen. Und hier seht ihr, wenn das PPC an ist und links das Lenkrad zu sehen ist und es ist blau, dann bedeutet das, euer Actros fährt gerade nahezu autonom. Immer mal wieder werdet ihr dann ein gelbes Schild sehen im Display oder sogar ein rotes. Da müsst ihr kurz wieder natürlich an eure Lenkrad fassen. Aber ihr solltet natürlich, weil ihr jetzt nicht nur noch die normalen Kutscher seid draußen, nein, ihr seid jetzt befördert worden. Ihr seid jetzt Kontrolleure da draußen auf den Straßen. Das heißt also, ihr kontrolliert euer fast autonomes Fahrzeug. Ein 40-Tonner, der fast autonom über die Straßen rollt. Wenn im Display also ein weißer Hintergrund ist, bedeutet das, dass ihr selber euch um eure Lenkung kümmern müsst. Wenn es dann aber blau bedeutet oder blau an ist, dann hat das Active Drive System die Kontrolle übernommen. Aber ihr könnt jederzeit eingreifen. Wenn ihr grün im Display seht, dann bedeutet das, das PPC ist aktiv und das System ist integriert eine an die topografische angepasste Fahrweise in die Schaltautomatik und ermöglicht in Verbindung mit dem präzisen abgestimmten Schaltgetriebe einen Haufen Komfort. Es bringt euch nämlich auch, ohne dass ihr Gas oder bremsen müsst, durch Kreisverkehre, durch Kurven etc. Nur dort müsst ihr natürlich lenken. Wenn ihr aber dann natürlich ins Active Drive System geht, sprich das blaue Licht geht an, dann braucht ihr weder Gas geben, noch bremsen, noch lenken. Ihr müsst nur noch kontrollierend eingreifen. Ergo können wir uns merken, blau ist super, grün ist klasse und weiß ist oldschool. Man hat also jetzt, wenn das blaue System an ist, das Active Drive System an ist, hat man den Abstandshalteassistent, den Stop-and-Go-Funktion, Active Brake Assist, Abbiegeassistent, Verkehrszeichen Assist, elektronische Regelungsanlage, alles ist dann aktiv und wird euch durch die Straße bringen, sei es Landstraße, City oder Autobahn. Das ist autonomes LKW-Fahren. Nur so nebenbei, wenn ihr PPC benutzt, habt ihr bis zu 5% weniger Spritverbrauch. Das ist gut für die Umwelt. Hier sieht man, da kommt ein Fahrzeug vorne, es ist langsam. Das Fahrzeug bleibt langsam und bleibt hinter ihm. Ihr könnt durch die Abstandshalteassistent auch den Abstand einstellen. Er wird auch bis zum Stillstand stehen bleiben, dann wieder anfahren, stillbleiben, anfahren. Wenn es mal dazu kommen sollte, dass er ein Hindernis erkennt, wo gar keins ist, einfach Gaspedal durchtreten, dann werdet ihr nämlich dem Computer sagen, da ist kein Hindernis, wir können weiterfahren. Dann wird keine Notfallbremsung eingeleitet. Denn dieses System kann sogar eine Notfallbremsung durchführen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und
Bis zum nächsten Mal. Sun Sun!